Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Modifikation, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar ERS Berlin. Wie ihr schon seht, ich mache jetzt mal schöne Wache. Ja? Sieht geil aus. Ich muss nur wieder gucken, wie läuft das wieder. Fahrzeuge alarmieren. Oh Gott, oh Gott. Verkehrsunfall. Oh ja, Verkehrsunfall. Alles klar. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Fahrzeuge alarmieren. Ja, aber was soll ich denn jetzt alarmieren? Verdammt nochmal, wie wird das jetzt nochmal? Ich hab keine Ahnung. Ich muss ja irgendwas alarmieren, ne? Ah, ja, genau so war das. Also, wir brauchen einmal, das ist jetzt hier so, wie ihr sehen könnt, ne? Tiergarten, Friedrichshain und sowas alles. So, der Unfall ist da. Dann nehmen wir von hier. Genau, einmal den, dann ELW, dann brauchen wir noch die Polizei und ich bräuchte noch ein RTW und ein NEF. RTW, NEF und die Polizei brauche ich auch noch. Und einmal die Polizei bitte, zack und Alarm. Jo. Und jetzt müssten die eigentlich ausrücken. Das sieht nicht gut aus, aber schön gemacht eigentlich die Map. Ich finde die cool. Ich hoffe, die kommen jetzt auch. Weil eigentlich kann das ja nicht sein, dass die jetzt so lange brauchen, ne? Lebensmittelvergiftung! Da kommt schon die Polizei. Oh, oh ja. Ja, ja, komm, ich alarmiere mal. Ich guck mal, wo liegst du denn da, liegst du? Komm her, dann kommst du direkt hier auf den... Da hast du gegessen wahrscheinlich, ne? Kollege, 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 so geht das ja gar nicht. Das ist wo in der Nähe? Das ist da in der Nähe. Also, dann nehmen wir doch glatt mal. Ich muss mal gucken. NEF. Ach ja, ich mach's einfach. Zack, Alarm. Fertig, die kommen dahin. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Unfall. Jawohl. Okay, Leute, dann rüstet euch mal aus, eben schnell. Und zwar brauchen wir Rettungsschere und Spreizer. Oder auch nicht. Wir lassen den Doc mal anrücken hier. Genau, hol doch mal die Tasche und kümmere dich mal hier um die Person. Was gibt's? Ja, das ist der ELW, glaube ich. Okay, so, dann schauen wir doch mal. Aber eigentlich brauche ich das ja gar nicht, oder? Ich guck mal. Aber da kann ich sowieso nichts machen, ne? Deswegen können die Jungs auch wieder einrücken eigentlich. Ist ja Quatsch. Komm. Wird umgehend durchgeführt. Warte mal. Wie kann ich das jetzt nochmal zurücklegen? Wird gemacht. So, steig ein hier. Auf dem Weg. Du steigst auch ein. Okay. Dann hol du mal. Nee, du brauchst es nicht. Was gibt's? Du hol mal bitte die Trage aus dem Fahrzeug. Genau. Dann kannst du nämlich schon mal wieder. Hierhin. Du kannst wieder einsteigen. Die brauche ich soweit nicht. Du kannst einrücken. Den ELW schicken wir auch wieder zurück. So, dann haben wir hier. Genau, die Jungs sind da. Komm mal hier hin. Steig mal aus, Doc. Du fährst mal ein Stück weiter zurück. Kümmer dich mal um den. Genau. Dann kümmere dich mal um den jungen Mann. Ja, sieht ganz gut aus. Der hat eben halt ein paar Magenproblemchen. Aber ist okay. Der holt schon mal die Trage. Du kannst wieder einsteigen. So, dann komm mal ran hier mit der Trage. Gucken nochmal nach dem Verkehrsunfall. Was ist denn jetzt los? Feuer! Feuer! Wo denn? Ei, wo denn?
Hä? Wo brennt's denn? Im Haus? Ja, da müssen wir aber mal ganz kräftig alarmieren hier, Leute. Im Haus? Unfassbar. Okay, dann wollen wir mal alarmieren. Das ist direkt da. Jo. Dann mal ran hier. So, wie sieht's aus, Doc? Was gibt's? Der ist noch am Behandeln. Okay, gut, dann haben wir nichts damit zu tun. Okay. Der raucht doch, da kannst du ja doch sagen, was du willst. Naja, muss er ja selber wissen, ne? So, wie sieht's da aus? Da ist soweit alles okay. Ich glaube, die Polizei können wir wegschicken. Naja, die können weg. Das ist okay soweit. Ja, hat am Bein etwas. Komm, dann. Die ist dann transportfähig. Ja, auf dem Weg. Dann können die auch schon mal einrücken. Was gibt's? Wen unterwegs? Und die schicken wir dann ins Krankenhaus. Geht das überhaupt? Ja. Okay. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Brand hier. So, was ist denn hier los? Wer hat denn jetzt hier, wer hat denn? Ja, ja, ich kümmere mich um dich. Komm mal her. Ich lasse die Jungs mal aussteigen. Und er geht jetzt mal gucken. Auf dem Weg. Brennt da wirklich was? Jo, die Hütte brennt. Okay, dann versuchen wir es. Den einen holen wir mal raus. Kümmer dich mal um den. Mitgemacht. Und du rüstest dich jetzt mal direkt mit dem Feuerlöscher aus. Auf dem Weg. So, ich glaube, den kleinen Brand, den können wir mit dem Feuerlöscher, ja, platt machen. Wird umgehend durchgeführt. Ist, glaube ich, nicht allzu wichtig. Das machen wir mit dem Feuerlöscher. Müsste eigentlich klappen. Ja, das war's doch schon. Okay. Der löscht noch. Was ist hier los? Genau, Verkehrsunfall. Da müsste ich ja eigentlich noch einen Abschleppwagen haben dann, ne? Komm her, wir gucken mal, ob wir da noch einen Abschleppwagen holen können. Was haben wir denn da noch? Haben wir da noch einen Kriminal? Habe ich keinen Abschleppwagen? Hm. Wäre aber besser, ne? Polizei und sonstige. Funkstreifenwagen. Verkehrsunfall. Ich schick den mal. Genau, schick den mal hier hin. Und dann gucken wir mal weiter. Ach ja, genau. Da war ja noch was. Wie sieht's aus? Ja, komm. Nimm den mit. Nehmen wir mit ins KH. Bin unterwegs. Und alles ist gut. So. Naja, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich euch nur die Modifikation ERS Berlin. Die ist, ich finde die klasse. Ich finde die sehr gut. Das macht schon sehr viel Spaß. Du kannst auch losfahren. So, wo waren wir denn noch stehen geblieben? Was war denn noch? Hier, ne? Da warte ich jetzt auch noch eben. Weil da weiß ich wieder nicht, ne, was ich da jetzt machen muss. Lebensmittelvergiftung. Ist nicht wahr, oder? Wo denn? Ach ne, das war erledigt, ne? Ja, genau. Das war erledigt, die Lebensmittelvergiftung. Was kommt denn jetzt? Person im Wasser! Ah, jo. Jetzt war... Oh, da brauchen wir die Rettung, Schwavimmer. Schwavimmer. So, pass auf. Jetzt muss ich gucken. Wasserrettung. Ist das die... Nee. Wo ist die Wasserrettung? Leute, ich brauche die Wasserrettung.
Da, Wasserrettung. Den müssen wir alarmieren. Genau. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Genau, da, jetzt bin ich mal gespannt. Was muss ich denn jetzt machen? Was machen die denn jetzt? Machen die Fotos davon oder was? Ey, jetzt echt, ich habe keine Ahnung. Auf dem Weg. Yo, 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 yo. Die machen jetzt tralala. Ja, ja, richtig, genau. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ist auch sehr interessant. Und der Abschleppwagen kommt. Sitze ich mal da ins Fahrzeug und falle mal eine Seite. Eine Seite. So, dann kann der dahin. Jetzt warten wir mal auf den Abschleppwagen. Ich guck mal weiter, was da oben ist. Es ist, glaube ich, so. Ich glaube, der wird das nicht schaffen. Könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube zu wissen, dass bei EES Berlin die Wasserrettung scheiße lange braucht, bis die mal da ist. Und das ist ein Problem. Das ist ein richtiges Problem. Naja, der strampelt sich da einen ab. Ich glaube nicht, dass das klappen wird. Da, der Abschleppwagen kommt. Ja, ja, genau. Du musst, glaube ich, immer beim Verkehrsunfall immer die Jungs rufen hier. Genau, da ist er. Komm her. Dann nimm den mal mit. Wie Fahrzeug wird bereits abgeschleppt. Okay. Fürs Fahrrad auch noch? Muss ich jetzt fürs Fahrrad auch noch einrufen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß das gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber ich warte mal noch. Kann ja sein. Hä? Achso, das ist ja fertig hier, ne? Genau, der Brand ist gelöscht. Höre. Kein Problem. Ja, nee. Komm raus da. Bin unterwegs. Was gibt's? Raus. Bin unterwegs. Ja? Auf dem Weg. Okay, das ist vor Abschluss, also hat sich das erledigt. Ihr könnt alle einrücken. Vielen Dank. Habt ihr gut gemacht. So, jetzt gucken wir nochmal. Wo sind wir hier? Oh Mann, ey. Da kommt die Wasserrettung. Ich hoffe, das klappt noch. Dass wir den Mann da retten können. Eigentlich brauche ich noch einen Notarzt, ne? Och komm. Naja, ich brauche noch einen Notarzt. Nein, 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 bleib mal hier. Ich glaube, ich brauche noch einen Notarzt. Ja, Bestimmungsort wählen. Ja, ja. Ich bräuchte noch einen Notarzt und ich brauche noch... Das ist... Ja. Ja, okay, gut. Komm, dann nehmen wir den aus... Nee, Mitte ist zu weit. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, ne? Ich brauche auf jeden Fall... Ein NEF, auf jeden Fall. Also da kann ich mich auf den Kopf stellen. Nur ist alles so weit weg, ne? Ja, komm, dann holen wir den RTW schon mal. Und ich brauche ein NEF, da kann ich mich auf den Kopf stellen. Ja gut, dann kommt der eben halt aus Friedrichshain, ist auch egal. Geht ja nicht anders. So, komm mal aus dem Wasser, Kollege. Du kannst dich schon mal um den kümmern, um den Jungen. So, du kannst schon mal, geh mal ins Auto, kühl dich mal ab. Bin unterwegs. Unfall auf Baustelle, okay. Dann gucken wir uns noch an. Welche Baustelle denn? Da. Wo denn? Ach da. Ach da. Okay. Dann machen wir doch mal. Dann werden wir mal, wen brauchen wir denn da? Okay, dann nehmen wir nochmal, ich weiß gar nicht, wir nehmen jetzt einfach nochmal ein, ja, das reicht, glaube ich. Das reicht, ein RTW brauche ich noch, ja, das reicht erstmal. Wenn wir einen Arzt brauchen, dann kümmern wir uns noch drum. So, weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Genau, der Schwimmer-Mama.
Okay, der ist. Hä? Wieso ist die Wasserrett. Hallo? Komm mal zurück hier, was soll das? Kannst doch nicht einfach, das geht doch nicht. Haut der einfach ab! Der ist unfassbar. Aber ist schön gemacht, muss ich echt sagen. Ne? Wenn man hier mal so guckt, ne, müsste, glaube ich, die Straße 17. Juni sein, glaube ich. Ich weiß es nicht tausendprozentig. Wir gehen mal gucken. Wir fliegen mal ein bisschen hier. Ja, ja, das hat Brandenburger Tor. Ne, nicht da. Da. Da ist das Brandenburger Tor. Nein, zurück. Aber okay. Das interessiert uns ja jetzt gerade nicht. Wir sind ja gerade immer noch dran. Ein Feuer? Hä? Wie kommt denn das Feuer dahin? Verstehe ich nicht. Wieso denn Feuer? Moment mal. Habe ich da eigentlich schon einen hinalarmiert? Ich weiß es gar nicht. So. Komm mal raus. Hol mal bitte die. Jetzt machst du es folgendermaßen. Ich lasse jetzt mal den Arzt aussteigen. Wo ist er? Ja. Da ist der Doc. Los geht's. Nein, du nicht. Du sollst dich da raushalten. Du sollst da hingehen. Kann die Wasserrettung da einsteigen? Wo willst du hin? So. So, ich lasse die Wasserrettung mal hier stehen. Weil die hauen immer sehr gerne ab. So, Gruppenführer, geh mal gucken hier, was hier los ist. Einmal bitte helfen. Ja, schon unterwegs. Jo, haben wir geschafft? Ja. Bitte einmal drum kümmern. Ja, der unterm Kopf hat er was. Okay, ein bisschen was am Kopf, aber das ist nicht so schlimm. So, dann hol du mal die Trage. Schnuggel. Wenn der soweit stabil ist. Ihr könnt wieder einsteigen. Dankeschön für eure Hilfe. Was geht, wird umgehend durchgeführt. Ihr müsst jetzt noch warten eben. Und dann ja, einigermaßen. Ich muss jetzt noch mal eben gucken, wo war denn hier noch was? Genau, da ist das. Dem ist soweit geholfen, dem Jungen. Ja, okay, gut. Trage, hatten wir die schon? Hatte nicht die Trage raus? Hatte doch die Trage genommen, oder? So steige ich schon mal ein. Dann nehmen wir den Jungen mit. Komm, das macht ja keinen Sinn hier. Wird ausgeführt. Ja, genau. Ja? Einsteigen, einsteigen, einsteigen. Tschüss. Steig ein. Und dann kann der Junge weg. Und dann sind wir auch durch mit dem Bock. Einsteigen, bitte. Nein. Abfahren. So. Jetzt kümmern wir uns noch einmal um hier. Um da. Um mal gucken. So, da sind wir jetzt auffällig. Ab. Was gibt's auf dem Weg? Nee, gar nicht wahr. Stopp, stopp, stopp. Du musst ihn noch aufnehmen. Hallo. Was gibt's? Könnten Sie den bitte mitnehmen? Dankeschön. So, mitnehmen. Zack, rein hier. Rein hier. Dann könnt ihr schon mal losfahren. Und dann war's das. Nee, Feuerstaffel habe ich jetzt keinen Bock mehr. Wo soll das sein, das Feuer? Hier? Keine Ahnung. Da ist Feuer. Oh. Sieh keins. Da. Ach komm, das nehmen wir noch mit. Komm, das machen wir noch. Komm, den nehmen wir noch mit. Das kleine Feuerchen nehmen wir noch mit. Was war hier? Genau, jetzt muss der los. Warum der auch immer kein Dings hat. Schon wieder? Achso, Abschlussperson. Naja, gut, auf jeden Fall. Sind wir gleich durch. Und ich muss sagen, es macht doch schon wahnsinnig viel Spaß. Die Modifikation, wie gesagt, heißt EAS Berlin. Ist sehr interessant. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Oh Mann, ey. Ich sehe das schon wieder kommen. Das wird gleich wieder eskalieren hier, die ganze Geschichte. Aber die Jungs sind gleich da. Was ist denn hier noch, ey? Ist hier noch irgendwas?
Ach, das ist vor Abschluss, ne? War das ja, ne? Ja, genau, dann bin ich ja da gleich durch. So, ich werde die jetzt mal hier. Unfall auf Baustelle. Ne, das mach ich nicht mehr. Komm her, fahr da rein. Fahr da rein. Nein, abbrechen. Absitzen bitte. Einmal bitte Atemschutz anlegen. Und einen Schlauch holen. Schlauch anschließen am Fahrzeug. Ja, das kriegen wir noch hin. Okay, dann hol dir einen Schlauch bitte. Ans Fahrzeug. Pumpe. Und los geht's. Dann lass sie mal löschen. Und Wassermarsch. Ja. Nee, nicht deaktivieren. Aktivieren sollst du. So, bitteschön. Verteiler setzen. Du holst dir bitte einen Schlauch. Abbrechen. Du gehst weg. Eigentlich ist das sehr un... Das sollte jetzt nicht so sein. Du schließt an und löscht. Okay, gut. Naja, gut, das sollte vielleicht nicht so sein, aber ist egal. So, das war auf jeden Fall, wenn es fertig ist, die... Was ist denn da? Ui! Okay. Aber den mache ich das nächste Mal. Denke ich mal. Ich denke mal, das mache ich das nächste Mal. So, Feuer ist gelöscht. Genau, Feuer ist gelöscht. Das ist sehr schön. Bitte alles verbringen. Ins Fahrzeug, bitte. Bin unterwegs. Auch nicht anschließen, sondern verbringen. Du kannst die Pumpe ausmachen. Du nimmst bitte den Verteiler auf. Nein. Auf dem Weg. Du sollst den Verteiler. Sofort. Du sollst den Verteiler aufnehmen, bitte. Bin unterwegs. Nein. Du sollst den Verteiler nehmen. Hörst du nicht? Oder muss ich die Shift-Taste drücken? Ich weiß das gar nicht. Ah ja, die Shift-Taste muss ich drücken. Entschuldigung. Ich habe mich da ein bisschen vertan. So, dann haben wir das durch. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Es hat, wie immer, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Alles klar. Euch diese kleine Modifikation vorzustellen. Wie gesagt, EAS Berlin zu haben, zum Downloaden beim Emergency Forum. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.